Hallo und willkommen, liebe Skylanders-Fans, zum tausendsten Versuch von Drobots Helden-Herausforderung. Ihr müsst euch vorstellen, wir schießen vier Laser auf einmal. Wenn wir fliegen, hauen wir Feuer aus unseren Düsen, dürfen aber nur 55 grüne Chompies kaputt machen und nur zwei Stück lila, ne? Sonst, also wir dürfen nicht die lilanen treffen. Sonst ist diese Helden-Herausforderung schon zu Ende. Einer geht noch und beim zweiten hat sich das dann ganz gediegen erledigt. Und da kriege ich so, da, und seht ihr, schon haben wir einen getroffen und der war noch nicht mal in der Nähe, weil Drobot, ja, piu, der schießt die Laser ja 100 Kilometer entfernt. Also das ist mit die schwerste Heldenherausforderung, die ich, ja, gespielt oder gesehen habe, weil das ist unglaublich. Ganz ehrlich. Und ich würde dazu gerne sehen, wie das geht, wenn ich das hier nicht hinbekomme. So, da ist jetzt schon wieder ein Lila nah und das ist so schon, da seht ihr das? So, jetzt habe ich hier 1000 Lila, ne? Ja, und da sind die Grün und ja, und schon ist es vorbei. Das ist lächerlich. Tut mir leid, das ist einfach nur lächerlich. Heldenherausforderung neu starten, ja. Da werde ich ganz anders, ehrlich. Wenn das hier nicht geht. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann stufe ich das als unschaffbar ein. Ihr könnt das ja mal gerne bei euch versuchen und ja, wenn ihr das hinbekommt habt, dann macht davon ein Video, ne? Und schickt mir das mal hier als Videoantwort. Da, und schon wieder habe ich einen kaputt gemacht. Okay, wisst ihr Bescheid. Ich werde das jetzt sowieso nicht wieder nicht schaffen. Macht das zu Hause nach und ja, wie gesagt, ladet das auf euren Kanal hoch und erstellt eine Videoantwort auf dieses Video hier, wie man die Heldenherausforderung von Drobot schafft, weil ich schaff es nicht. Punkt. Da und wieder. So, Ende, Schluss. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sag's, das ist bestimmt der 26. Versuch jetzt gewesen, ehrlich. Nee. Ich stufe das jetzt als unschaffbar ein. Wenn das einer von euch schafft, der hat meinen vollen Respekt. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuhören und freue mich auf eure Videoantworten.